Während des Studiums, ich habe Maschinenbau studiert, da war mir noch nicht so wirklich klar, was ich machen will. Und als dann das Moratorium für die Kernkraft kam und die Fukushima-Katastrophe, da war mir klar, in welche Richtung die Energieentwicklung sich bewegt. Und deswegen habe ich so gut wie möglich dann versucht, mein Studium auf erneuerbare Energien auszurichten. Und mache jetzt meine Doktorarbeit am Institut für Technische Thermodynamik am DLR. Und meine Aufgabe ist es, das Speichern des erneuerbaren Stroms mit Hilfe von Kalk saisonal voranzutreiben. Meine persönliche Meinung ist, dass wir auf jeden Fall was tun müssen. Und wir im DLR arbeiten auch mit daran, die Energiewende voranzutreiben. Hier sehen wir die Reaktion von Calciumoxid und Wasser. Und das ist eine stark exotherme Reaktion, das heißt, es entsteht Wärme. Das ist der Teil, der im Winter zur Wärmebereitstellung verwendet wird. Das kann man sich vorstellen wie eine Batterie, die entladen wird. Was wir an der Anlage sehen, ist der zweite Teil des Prozesses. Hier wird quasi unsere Batterie aufgeladen. Wir fügen elektrischen Strom hinzu, erhitzen das Material auf 540 Grad. Es entsteht Wasserdampf und Calciumoxid. Den Wasserdampf können wir absaugen. Das Calciumoxid können wir einspeichern. Und dieser Prozess, der kann beliebig oft wiederholt werden. Ohne Verluste. Und dadurch können wir im Sommer erneuerbaren Strom nutzen und den im Winter als Wärme zur Verfügung stellen. So können wir dann Energie aus dem Sommer in den Winter bringen. Wenn man sich die Technologie so am Beginn anschaut, dann denkt man, es ist einfach. Also die Reaktion von Kalk ist eine einfache Reaktion. Aber da sind natürlich viele Unbekannte und Hürden, die erstmal überwunden werden müssen. Und das dauert. Leistungen erreicht worden und wir können eine deutliche Leistungssteigerung sehen, oder? Verstehe ich das richtig? Genau. Wenn wir das Werkzeug einbauen, reduzieren wir dadurch die Schichtdicke und das erhöht uns den Durchfluss und dadurch haben wir eine höhere Leistung. Momentan arbeiten wir schon seit ungefähr 8 Jahren an dem Projekt. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann so weit sind, dass es auf den Markt gebracht werden kann. Also wir würden damit einen riesen Beitrag zu der Energiewende leisten können. Das ist sehr spannend, daran mitzuarbeiten. Es war auch ein langer Wunsch von mir, in dieser Fachrichtung zu arbeiten. Und es erfreut mich halt immer wieder. Klettern erfordert Konzentration vor allem und Ausdauer und das kann man sehr gut auf die Arbeit als Wissenschaftler übertragen. Da passiert es auch oft, dass man jetzt nicht sofort das Problem lösen kann oder seine Technologie auf Anhieb entwickelt. Das heißt, man muss immer dranbleiben und nicht aufgeben.